Wie man erkennt, ob ein Smartphone gefälscht oder echt ist. Laut Statistik ist jedes fünfte Smartphone, das weltweit verkauft wird, eine gefälschte Kopie aus China. Die bekanntesten Marken sind Samsung, iPhone, Nokia, Microsoft und seit kurzem Redmi und Xiaomi. Der einfachste Weg, sich vor dem Kauf eines gefälschten Telefons zu schützen, ist der Kauf bei einem offiziellen Händler. Wenn du die Chance nutzen und Geld sparen möchtest, indem du dein nächstes Smartphone in einem kleineren Geschäft, einem Online-Shop oder bei jemand anderem kaufst, musst du sehr vorsichtig sein. Solange du aber ein paar Tricks kennst, musst du nicht mit einer Telefonkopie leben. Erstens, untersuche das Telefon gründlich. Bevor du ein Handy von Craigslist oder einem dieser kleinen Läden kaufst, besuch das Geschäft des offiziellen Herstellers. Halt das echte Telefon in deinen Händen, sei sehr vorsichtig und achte auf folgende Details. Die Position der Kamera, woraus der Bildschirm besteht, wie es sich anfühlt, woraus das Telefon selbst gefertigt ist, die Helligkeit des Bildschirms, wie leicht oder schwer es ist und wie sich das Logo anfühlt, wenn du es berührst. Du kannst nicht alles auf den ersten Blick sehen, aber diese Details machen den Unterschied aus, wenn es um das Äußere des Telefons geht. Du solltest auch die Website des Herstellers besuchen. Wenn es heißt, dass dein gewünschtes Telefon ein Metallgehäuse und einen Glasbildschirm hat, dann ist ein Plastiktelefon, das du vielleicht bei einem kleinen Geschäft findest, definitiv gefälscht. Andere klare Zeichen, dass du einen Klon kaufst, sind zusätzliche Elemente wie eine Antenne, die nicht auf dem ursprünglichen Modell ist, oder ein Bildschirm, der zu weit vom Rand des Telefons entfernt ist und ein wenig dunkel mit unklaren Bildern erscheint. Wenn sich das Telefon zu schwer anfühlt, dann ist es wahrscheinlich mit billigen Kleinteilen gefüllt. Ein gefälschtes Telefon kann, anders als ein echtes, auch ein erhöhtes Logo haben, das man deutlich spürt, wenn man mit dem Finger darüber fährt. Ein Originallogo und ein Markenname sind glatt, denn sie werden nicht auf das Telefon gedruckt oder daran befestigt. Und schließlich, egal wie sehr du aus der Menge hervorstechen willst, kauf kein Telefon in einer Farbe, die du noch nie zuvor gesehen hast. Prüf erneut die Website des Herstellers, um zu sehen, ob dieses Modell in Lila wirklich existiert, bevor du ein Telefon kaufst, das definitiv eine Fälschung ist. Zweitens, vergleich die Größe, Form und Platzierung der Knöpfe. Stell dir Folgendes vor, ein neues Smartphone kommt raus und du kannst es kaum erwarten, dein älteres Modell zu ersetzen, für so wenig Geld wie möglich. Bevor du das Geld für dein Traumgerät ausgibst, achte auf seinen Home-Button. Sie scheinen vielleicht alle gleich auszusehen, aber sie haben jeweils kleine Unterschiede. Wenn du also dein älteres Modell bei dir hast und der Home-Button genauso aussieht wie der auf deinem Gerät, kauf es nicht. Es könnte der Versuch eines Kriminellen sein, das neueste Modell zu kopieren. Drittens, beachte die Sprache. Lies sorgfältig alle Elemente auf dem Startbildschirm. Gefälschte Telefone geben oft seltsame Befehle wie Bildschirm zum Entsperren wischen, wobei Klein- und Großbuchstaben verwendet werden, wo sie nicht hingehören. Die echten Geräte werden von Personen entwickelt, die exzellentes Deutsch sprechen. Sie werden keine komischen Fehler machen und sie werden alle Befehle auf Tippfehler überprüfen. Chinesische Schriftzeichen gehören auch nicht zwischen deutsche Wörter und Sätze. Viertens, prüfe die IMEI. Du kannst feststellen, ob dein zukünftiges Smartphone ein Original ist, indem du die IMEI überprüfst. Es ist nicht der zuverlässigste Weg, denn selbst die Überprüfung der ID garantiert nicht, dass du ein Originalgerät vor dir hast. Mit dieser Methode überprüfst du die IMEI und nicht das Telefon selbst. Und professionelle Fälscher können es von einem echten Smartphone kopieren. Bei den meisten Telefonen findest du die IMEI auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts. Wenn es nicht vorhanden ist, gib den Code STERNRAUTE06RAUTE im Wählmodus ein. Tipp es dann in das Kontrollkästchen bei imei.info. Du kannst die Information auf deinem Telefon abrufen. Wenn die Beschreibung nicht zu dem Modell passt, das du in den Händen hältst, dann ist es gefälscht. Fünftens, versuch den App Store auf einem iPhone zu öffnen. Öffne den App Store auf dem Handy, das ein iPhone sein soll. Wenn du stattdessen zu Google Play weitergeleitet wirst, ist das ein klares Zeichen dafür, dass das Telefon Android anstelle von iOS als Software verwendet. Glaubst du wirklich, dass die Apple Crew ihre Handys mit Android-Funktionen vollpacken würde? Ja, klingt höchst unwahrscheinlich, oder? Die Installation von iPhone-ähnlicher Software und Java App Store-Imitation ist viel billiger, sodass Kriminelle davon Gebrauch machen. Sechstens, führe einen Service-Code auf einem Samsung aus. Du kannst versuchen, einen speziellen Service-Code einzugeben, um zu sehen, ob das Samsung tatsächlich ein Samsung ist. Klicke auf das Telefonsymbol und wähle STERN RAUTE 7353 RAUTE.
Es sollte ein Menü erscheinen, in dem du überprüfen kannst, ob bestimmte Funktionen vorliegen. Dieser Code fehlte zunächst auf dem Android-Betriebssystem. Samsung-Ingenieure fügten ihn dem System hinzu und es ist möglich, dass dieser auf einem gefälschten Gerät funktioniert. Siebtens, bring einen Laptop mit. Wenn du ein iPhone kaufst, bring deinen Laptop mit iTunes, falls möglich, mit. Nur ein Original-Apple-Handy kann damit arbeiten. Verbinde das Smartphone mit dem Laptop mit Hilfe eines USB-Kabels. Wenn iTunes keine angeschlossenen Geräte erkennt, dann ist es höchstwahrscheinlich gefälscht. Achtens, prüfe die Batterie. Ein Telefon zu betrachten und jedes Detail sorgfältig zu untersuchen, kann viele Informationen offenbaren. Auch Kriminelle wissen das, so dass manche von ihnen weitergehen und Telefone nachbilden, die genauso aussehen wie das echte Modell. Sie vergessen jedoch eins, die Batterie. Auch wenn der Körper des Telefons echt ist, wird eine gefälschte Batterie dich nicht weit bringen. Außerdem bedeutet es immer noch, dass das Telefon manipuliert wurde. Diese freundlichen Verkäufer auf Craigslist könnten die Macht ihres Geräts maximal ausnutzen, eine gefälschte Batterie installieren und versuchen, sie an dich zu verkaufen. Achte auf die Schreibweise des Markennamens auf der Batterie. Ein Samsung sollte eine Samsung-Batterie haben, keine Sunsang-Batterie. Der Akku sollte außerdem die meisten Informationen in der Sprache deines aktuellen Standortes enthalten. Wenn du in Deutschland bist, aber 90% davon nicht lesen kannst, weil es in chinesischen Schriftzeichen ist, dann hast du wahrscheinlich eine Fälschung in deinen Händen. Neuntens, teste die Kamera. Viele Leute benutzen ihr Smartphone als einzige Kamera. Sind Instagram-User hier? Gib dem Video ein Like und lass es uns wissen. Für uns ist eine gute Kamera eine sehr wichtige Funktion auf einem neuen Telefon. Wenn du durch eine 16-Megapixel-HD-Kamera angelockt wirst, teste sie, bevor du das Gerät kaufst und du eventuell von der Bildqualität enttäuscht wirst. Überprüf online, wie die Bilder mit dem gleichen Originaltelefon aussehen sollten. Wenn deine Bilder nicht halb so hell und scharf aussehen, kauf besser ein anderes Gerät. Das gleiche gilt für die Front-Selfie-Kamera. Wenn die Bildqualität nicht perfekt ist, könnte es eine billigere oder beschädigte Kamera sein, die in diesem gefälschten Telefon verbaut wurde. Zehntens, verwende Apps für eine erweiterte Überprüfung. Fälscher sind heutzutage extrem gewitzt, sodass alle Methoden, die wir beschrieben haben, möglicherweise nicht ausreichen, um 100% sicher zu sein. Es mag recht schwierig sein, die geringsten Unterschiede im Design oder der gefälschten Software zu bemerken, es sei denn, du bist der Besitzer des gleichen Originaltelefons oder du bist besessen von neuen Modellen. Wenn das nicht der Fall ist, könnten dir spezielle Apps helfen. Installiere die Smartphone Performance Check App AnTuTu Officer. Ein einfacher Benchmark kann dir möglicherweise nicht helfen. Da Betrüger bereits gelernt haben, einen beliebigen Namen eines gewünschten Prozessormodells, Kameraeigenschaften, Rahmenvolumen und so weiter als Standardbezeichnung hinzuzufügen. Du solltest Folgendes tun. Erstens, nimm ein funktionierendes Smartphone mit einer stabilen Internetverbindung, wenn du nach einem neuen Telefon suchst. Zweitens, verwende dein Smartphone als Hotspot und verbinde das Smartphone des Verkäufers mit deinem Netzwerk. Drittens, installiere die App und führe sie auf dem Smartphone aus, das du kaufen möchtest. Viertens, öffne y.antutu.com auf deinem alten Smartphone und finde den QR-Code. Fünftens, drück die Starttaste auf dem Smartphone, das du kaufen möchtest und scanne den QR-Code. Das Smartphone, das du kaufen möchtest, überträgt seine Daten an AnTuTu und dein altes Smartphone zeigt das Ergebnis an. Jetzt wirst du herausfinden können, ob es gefälscht ist. Wenn du einen grünen Kreis siehst, das Gut-Zeichen sowie den korrekten Modellnamen auf dem Bildschirm, herzlichen Glückwunsch, das ist dein Originaltelefon. Wenn der Kreis gelb ist, bedeutet das, dass die App nur wenige Daten zu den Smartphone-Daten enthält. Das bedeutet, dass entweder eine Drittanbieter-Firmware installiert wurde, das Modell sehr neu oder es nicht sehr beliebt ist. Wenn die App einen roten Kreis zeigt, dann ist das höchstwahrscheinlich gefälscht. Die App namens Xiaomi Anti-Fake funktioniert genauso wie AnTuTu Officer. Du musst es auf dem Telefon installieren, das du kaufen möchtest, und den Barcode scannen. Die App zeigt einen grünen Balken, wenn das Smartphone in Ordnung ist, und einen roten, wenn du eine Fälschung in deinen Händen hältst. Kennst du noch andere Möglichkeiten, ein gefälschtes Smartphone zu erkennen? Auf welche anderen Details sollen wir achten? Sag's uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und klick auf Abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens mit uns zu bleiben. Wir sehen uns.